Ein sakrales Gemälde versetzt der Händler Julian in himmlische Stimmung. Das ist eine Darstellung, die man sehr häufig sieht. Und deswegen muss man da einen zweiten Blick drauf werfen. Aber zunächst einmal mag ich das Motiv. Ich bin ein gläubiger Mensch und kann damit immer was anfangen. Die ganze Darstellung geht zurück auf Kunstwerke des 17. Jahrhunderts. Und das hier ist eine spätere Version. Und sie ist vor allen Dingen auch im Maßstab so, dass sie für einen privaten Andachtszweck dienen konnte. Es ist kein sehr großes Bild, sondern wirklich für eine vielleicht kleine Privatandacht, für eine kleine Kapelle geschaffen worden. Das Bild hat einen besonderen Umstand. Es ist nämlich als Tafelgemälde auf einer Holztafel entstanden. Jetzt gibt es zum einen sehr hochwertig verarbeitete Tafelgemälde. Dabei sind die Tafeln zum Beispiel vorher parkettiert worden. Von hinten so eingeschlitzt, dass sich auf jeden Fall das Holz nicht viel verändern kann und nicht mehr viel arbeitet. Diese Holztafel hatte das nicht, hat diesen Riss ausgebildet. Mhm. Und der ist dann relativ gut geschlossen worden. Nur auf der Vorderseite sieht man natürlich deutlich, dass da der Riss war. Die Spange, die hinten angesetzt wurde für den Riss, die hat er sehr gut gelöst. Aber vorne, also gerade im Bereich des Inri, des Schriftzuges, da wurde gar nichts retuschiert. Da ist noch vielleicht so eine Art Kleberest sogar durchgekommen. Und das gehört sich natürlich nicht. Meine Expertise beläuft sich hierbei auf 900 bis 1200 Euro. Ui, aber. Mhm. Ich würde jetzt mal mit 400 Euro beginnen. Mhm. 450. 480. 500 Euro. 550. 70. 600 Euro. 650. Ich bin weg. Du bleibst schon noch. Ich bleib noch hier, ich bin aber weg. Ich bin geistig schon weg. Dann mache ich auch noch 800. Aber dann würde ich es gerne dabei belassen. Ja, ich glaube, 800 ist ein fairer Preis. Wunderbar. Meiner Meinung nach ist der Preis, den ich gezahlt habe, wirklich absolut in Ordnung. Ich sehe das Bild auch in dem Bereich, wie der Kolmar das expertisiert hat. Vielleicht sogar ein paar Mark drüber. Das hängt eben davon ab, wie kostenintensiv jetzt die Restaurierung wird. Das kann man immer nicht ganz genau abschätzen. Und deswegen wollte ich einfach ein bisschen auf der sicheren Seite sein. Die Restaurierung ist eine Aufgabe für Bernd Retterath. So, der Julian hat mir hier ein Gemälde gebracht. Ein Christus am Kreuz. Und der Rahmen sieht stark beschädigt aus. Das ist auf Holztafel gemalt. Dann nehme ich das jetzt erstmal aus dem Rahmen und schaue mir das dann mal auf der Staffelei genauer an. Ja, das Gemälde hat einen stark vergilbten Firnis. Man sieht das im Inkarnat, was eigentlich etwas heller sein müsste, also etwas weißer. Dann haben wir ja diese unangenehmen Retuschen, auch von der letzten Restaurierung. Ja, dann haben wir ja oben das Indri-Schild, da fehlt das I. Da müssen wir mal schauen, ob das vielleicht noch vorhanden ist unter der Retusche. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Rahmen und schauen uns den mal an. Und dann werde ich mich erstmal um den Rahmen kümmern, bevor ich mich jetzt mit dem Gemälde beschäftige. So, ich habe mir jetzt hier Hausenblasenleim vorbereitet. Den habe ich jetzt erwärmt im Wasserbad. Und jetzt werde ich am Rahmen diese losen Stellen etwas mit Leim vorlegen, sodass praktisch die Schichten dann gefestigt werden. So, ich habe jetzt die Fehlstellen durchgefestigt. Jetzt lasse ich das erstmal ein paar Stunden trocknen und danach werde ich das dann ein bisschen mit Kreidekitter noch aufkitten. So, ich nehme jetzt hier diesen Firnis ab. Man sieht am Watteborsch auch jetzt, das ist der abgenommene Firnis sozusagen. Da gehen auch jetzt diese schlechten Retuschen verloren, aber das ist ja durchaus gewollt. Nach und nach kommt die originale Malerei wieder zum Vorschein. Als Schutzschicht wird ein neuer Firnis aufgetragen. Anschließend kann Bernd Retterath mit der Retusche der Fehlstellen beginnen. Dazu verwendet der Restaurator Ölfarben mit Firnis gemischt. Auch die Inschrift wird nun wieder sichtbar. Dann ist der Rahmen an der Reihe. Stellen wir jetzt einen pastosen Kitt her, auch aus Kreidegrund, auf Kreidegrundbasis, und kitte damit
dann halt diese Filzstellen etwas über Niveau und später wird das dann mit einem feuchten Lappen geschliffen. So kann der Restaurator auch große Risse wieder verschließen. Mit dem feuchten Lappen wird der Kitt per Hand exakt an die Rahmenform angepasst. So, die Kittung ist jetzt getrocknet, weitgehend. Und jetzt lege ich mir die Kittung etwas mit Aquarellfarbe vor. Und danach lege ich dann Goldblätter auf. Eine sogenannte Leimvergoldung, bei der die Goldblätter mit organischem Leim auf dem Rahmen verklebt werden. Noch mit Watte ein wenig durchreiben und die passende Farbe anmischen. So ahmt der Fachmann mit gekonnten Pinselstrichen und Bürstensprenkeln die jahrhundertealte Patina nach und macht aus neu alt. So, ich befürchte, dass wir da im Rahmen, so wie es ursprünglich gewesen ist, mit Nägeln. So, passt. Mal schauen, was Julian dazu sagt. Alles gut. So, hier kommt dein Gemälde. Ach, hallo, Herr Retterrat. Na, schau mal einer an. Jetzt kann man es ja wieder richtig lesen. Ja, gut, super. Rahmen haben Sie auch schön beigepflegt. Dann danke ich Ihnen wie immer. Ja, alles Schicken klar. Schicken Sie mir die Rechnung zu. Rechnung kommt. Ja, danke. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss, machen Sie es gut. Ich habe 800 Euro für das Gemälde bezahlt. Hinzu kommt die Restaurierung vom geschätzten Bernd. Und zwar sind wir dabei 500 Euro fürs Gemälde und 300 Euro für den Rahmen. Summa summarum haben wir dann also 1600 Euro als Einkaufspreis. Und ich würde das Ganze für 1800, 1900 Euro abgeben. Aber auch nur dann, wenn das in ein schönes Umfeld käme. Ansonsten würde ich auch mehr nehmen. So, ihr Lieben, die Zeit verfliegt wie im Flug. Das war's schon wieder mit meinem Händlerstück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt das gerne ja mal kommentieren. Und ihr wisst ja, hier gibt's ganz, ganz viele weitere schöne und spannende Händlerstücke. Checkt die doch mal aus. Und ihr wisst ja, hier unten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und so verpasst ihr keinen Inhalt mehr und werdet automatisch daran erinnert. Von mir war's das. Alles Liebe, bleibt gesund und bis bald.